Wir haben ja vorhin über die Möglichkeit, privat zu privat, Verkauf von privat oder Verkauf bei einem Makler oder eben Landerschließer bei einer Firma wie bei dir. Gibt es da die Situation, dass ich zunächst mal über einen konkreten Preis mich sogar mit dem Verkäufer geeinigt habe und dass es dann plötzlich zu einer Veränderung des Preises quasi zum, ich sag mal, so eine Art Handel geben könnte? Man sagt, da ist jemand anders gekommen, der hat mir jetzt mehr geboten. Ja, okay, ich verstehe jetzt, was du meinst. Ja, pass auf, natürlich, es ist Folgendes. Ich bin immer für große Transparenz und bei uns gehen Preise nie rauf, sondern runter, einfach deshalb, weil natürlich wir dem Kunden sagen, es gibt einen Skontorabatt etc. etc. So. Und für mich ist das so, ein Vertrag ist in Stein geschrieben bei uns. Das ist auch ein Handschlag und das zählt einfach so. Jetzt gehen wir natürlich auf den Privatverkauf ein, obwohl auch nicht, ich gehe auf den Makler ein. Da rede ich jetzt dann von Erfahrungen mit Maklern, die mir persönlich öfter passiert sind. Es gibt etwas, das heißt Backup-Offer. Du musst dir wissen, es gibt im Englischen einen Listing-Agent, das ist der verkaufende Makler. Und der hat nur eine einzige Aufgabe, das Grundstück möglichst viel Geld zu verkaufen, weil es seine Pflicht dem Verkäufer gegenüber ist. Ist ja auch in Ordnung. Ja. Es gibt natürlich auch noch den Agent für den Käufer, wenn dann mal zwei Makler eingesetzt werden, das öfter der Fall ist. Und das ist natürlich ganz interessant. Beide Makler bekommen provisionsmäßig prozentual Geld vom Verkäufer. Und der Makler des Verkäufers soll den Preis raufhandeln und der Makler des Käufers runter. Natürlich hat der Makler des Käufers da einen massiven Interessenkonflikt, weil der handelt ja gerade seine eigene Provision runter, wenn der Preis runtergehen soll. Aber da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, das ist jetzt nicht wirklich relevant. Ich spreche jetzt von einer anderen Sache, die mich öfter sehr verärgert hat. Man verärgert mich nicht einfach. Wenn ich einen Preis habe und einen Handschlag gemacht habe, dann gehe ich immer davon aus, das geht auch klar. Natürlich weiß ich, ich habe das angesprochen, dass wir Imponderabilien haben beim Makler und auch bei Privatpersonen, aber ich gehe nicht davon aus, dass ein Grundstück weiter zum Verkauf angeboten wird. Und was jetzt passiert, wir müssen immer wissen, was die Verpflichtung des Maklers, des Verkäufers ist. Der hat nicht nur die Pflicht, das Grundstück für das möglichst hohe Preis zu verkaufen, sondern auch einen Käufer zu finden, was in Kanada und USA öfter passiert, bei aller Fairness. It's conditional upon financing. Das heißt, dein Kaufangebot, der Vertrag hängt davon ab, dass der Käufer die Finanzierung dafür zusammenbekommt. Weil es öfter nicht funktioniert, sagt der Makler, meine Aufgabe ist, das Grundstück zu verkaufen. Und wenn da kein zweiter Käufer kommt, also ein dritter, vierter, fünfter, oder kein erster Käufer ist, kommt ein zweiter, dritter, vierter, fünfter. Das heißt, die sagen, bieten das Grundstück weiterhin auf dem Markt an. Das heißt jetzt, ich habe einen bestehenden Vertrag mit dir, aber es wird einen bestehenden Vertrag schon. Bestehenden Vertrag ja. Mit dir. Aber es wird trotzdem weiter angeboten. Und natürlich passiert jetzt Folgendes. Wie oft sage ich irgendwann, du, ihr habt da mal Beeignungsprobleme, aber ich lasse euch ein halbes Jahr Zeit, weil ich möchte gerne kaufen. Und auf Englisch heißt das, if a vendor is unwilling or unable to remove title objection, this contract can be declared null and void by the purchaser and the deposit shall be returned to the purchaser. Im Wesentlichen heißt es also darum, geht es darum, ist der Verkäufer nicht in der Lage, Eigentumsprobleme zu klären oder willig, unwilling, dann hat der Käufer das Recht, vom Vertrag zurückzutreten und seine Anteilung zurückzuhalten, mehr nicht. Du musst jetzt aber wissen, was mir öfter passiert ist, das Grundstück wurde ja weiterhin zum Verkauf angeboten, ich habe ein halbes Jahr den Zeit gegeben, um die Eigentumsprobleme in Ordnung zu bringen. Und warum ist das so gelaufen, dass dann jemand sagt, ja, ich kaufe das auch, wenn die Eigentumsprobleme okay sind, ich zahle aber mehr als, Herr Baumann, 10.000 Dollar mehr. Und dann noch der nächste Makler oder der nächste Käufer, ich zahle 20 mehr und der nächste 30. Und ich sag mal, Leute, ich habe einen bestehenden Vertrag. Sagen, ja, sagt der Verkäufer, stimmt. Aber Rolf, ich bin bei dir nicht mehr willig, die Eigentumsrechte in Ordnung zu bringen. Du kannst gerne vom Vertrag zurücktreten, aber wenn du ein halbes Jahr gewartet hast, kannst du auch die Anzahlung wieder haben. Aber andere zahlen dir jetzt 10%, 20%, 30% mehr. Dann sage ich, sag mal, Leute, wir hatten einen bestehenden Vertrag, was ist denn das? Dann sagt der Makler des Verkäufers, na ja, wir mussten halt gucken, dass wenn Rolf doch nicht das Geld zusammenbekommen hätte, was ja Unsinn ist, oder nicht hätte kaufen wollen, ein zweiter, dritter, vierter dahinter steht, die stehen jetzt dahinter, die wollen auch kaufen, nur für jetzt nur einfach viel mehr Geld. Und Rolf, du kannst auch mehr Geld bezahlen, dann kannst du es kaufen, wenn nicht, dann müssen wir dummerweise deinen Vertrag annullieren, weil wir sind bei dir nicht mehr willig, die Eigentumsprobleme in Ordnung zu bringen, sondern nur für die neuen Käufer, die mehr Geld bezahlen. Das heißt, da kommt ein Bidding War.
meist auf Englisch. Ja? Das heißt, die bieten sich einen Preis hoch und da sage ich dann, nein, da mache ich nicht mehr mit. Das heißt, ich kann nur jedem empfehlen, der beim Makler ein Grundstück kauft, der schreibt da rein, dass am Tage der Akzeptanz des Kaufvertrages der Makler das Grundstück nicht mehr weiter anbieten darf, vom Markt runternehmen muss und der Verkäufer auch während dieser Zeit des Vertrages keine weiteren Angebote mehr entgegennimmt von anderen Leuten. Weil wenn doch die höher sind, wird er halt weg vom Fenster. Wenn dieser Vertrag durch eine solche Backup-Offer im Prinzip ausgehebelt werden kann, wann habe ich denn dann den eindeutigen Rechtstitel, dass also dieses Grundstück dann wirklich definitiv mir gehört? Naiv, genau wie du es angesprochen hast, würde man, oder gutgläubig, würde man ja sagen, ich habe eine Vereinbarung mit dem Notar und damit ist das eigentlich alles in trockenen Tüchern. Deshalb nimmst du ja zwei Notare. Der eine, der dich als Käufer präsentiert, und auch wenn du nicht kaufen kannst, musst du ihn trotzdem bezahlen. Auch wenn du nicht kaufen kannst, musst du trotzdem den Vermesser bezahlen. Du hast beide angestellt zu deinem Schutz, buyer beware. Mhm. Und garantierst du dann, wenn dein eigener Notar sagt, passen Sie auf, Herr Käufer, wer immer das ist, ich kann heute nachvollziehen, dass die Eigentumsrechte des Verkäufers in Ordnung sind, dass auch alle Verkäufer, wenn es mehrere sind, verkaufen wollen. Die Eigentumsurkunde dafür liegt schon bei meinem Kollegen, bei dem Notar des Verkäufers. Wir tauschen jetzt das Geld, was ich als Notar des Käufers habe, was ich von Ihnen erhalten habe, aus für die Urkunde des Verkäufers. Das kommt dann zum Tragen. Darum solltest du dann wirklich tun, nicht zwei Notare haben, die austauschen. Ja. Wir haben das vorher alles geklärt, darum sparen wir uns das. Wenn es aber nicht geklärt ist, ist es meistens nicht geklärt, musst du einfach schauen, dass der Käufer ein Certificate of Title bekommt, ein Rechtsselbikat, was ihn selber dort schützt, was er von einem Notar auch bekommt. Das bekommt man bei uns so, aber da muss dann alles selber abgecheckt werden. Darum bitte immer, wenn man von Privat- oder Makler kauft, einen eigenen Notar einsetzen. Und zwar einen, der einen selber, es ist mein Rat. Leute mögen ganz andere Sachen machen, ist ja vollkommen in Ordnung. Es ist mein Rat. Das heißt nicht, dass man es nicht anders machen kann. Nur ich würde es einfach, wenn ich über Makler gekauft habe, habe ich immer einen eigenen Notar gehabt, der oft auch gesagt hat, Problem, 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 in Ordnung bringen geht nicht doch. Das heißt, da muss schon vieles abgecheckt werden. Übrigens, die geringsten Probleme sind Grundschulden. Die kann man einfach ausbezahlen, nämlich der Verkäufer noch. Andere Probleme sind eben Wegerechte und so weiter und so weiter. Du hast vorhin angesprochen, diese staatliche Garantie, diesen staatlichen Garantietitel. Was verbirgt sich dahinter? Und wenn wir schon bei dem Thema Garantien sind, was sind die Garantien, die du dem Käufer über deine Firma zur Verfügung stellst und gibst? Tja, da gehen wir in medias res, also wirklich. Ich denke, der Staat hatte ich mal vor 10 Jahren gesagt, es kann nicht sein, dass wir als Grundbuchamt eine Registratur sind, wo jeder alles eintragen kann, was er will, weil es vielleicht mit einem Grundstück zu tun hat. Wir müssen mehr sein. Es geht nicht, dass Banken Geld verleihen, wir Eigentumsprobleme haben, es geht nicht. Der Staat hat gesagt, wir müssen jetzt mal einfach hier eine Basis finden. Früher hat man Historic Title Search gemacht, ein Rechtsanwalt ist Jahre zurückgegangen, 40, 60, teilweise noch mehr Jahre zurückgegangen, hat gesagt, alles okay, Käufer kannst du kaufen. Ist 3 Tage später das Grundstück wieder verkauft worden, kam der neue Rechtsanwalt gesagt, geh wieder 70 Jahre zurück, 80 Jahre, 60 Jahre, ist das immer wieder neu gemacht worden. Nicht nur hatten Notare manchmal andere Meinungen, wie die Auslegung der ganzen Dinge anging, sondern es war sehr teuer und sehr zeitraubend. Also hat der Staat gesagt, wir machen das anders, wir machen ein Government Guarantee Title. Nun muss man genau verstehen, was das heißt. Government Guarantee Title nicht, heißt jetzt nicht, dass gute Eigentumsrechte bestehen, überhaupt nicht. Sehr oft sagen Leute, die was verkaufen, auch Makler, we have Government Guarantee Title. Das hat überhaupt nichts zu heißen, außer, dass alles, was beim Grundbuchamt auffindbar ist, dort aufgelistet ist und der Staat sagt, ja, das steht da so. Das hat nichts anderes zu heißen. Government Guarantee Title kann heißen, das sind 10 Eigentümer mit 3 Grundschulden, 5 Wegerechten, 3 Wasserrechten, Government Guarantee Title. Weil das Government sagt, wir haben das alles aufgelistet, das gibt es alles bei uns. Das heißt aber nicht, dass alle verkaufen wollen, dass sonst alles okay ist. Also, es ist wichtig zu wissen, der Staat sagt jetzt als Grundlage, wir sind transparent. Ein Notar, der qualifiziert ist, kann einsehen im Grundbuchamt, wenn es in ein neues System reingegrät ist, ob da Problematiken sind. Und mag ja auch jemand sagen, das Wegerecht des Nachbarns ist kein Problem, weil er ist mein Schwager. Kaufe ich trotzdem, das ist ja in Ordnung. Nur, es soll bitte dem Käufer
und dem Notar des Käufers selber ermöglicht werden, transparent einzusehen, wo Problematiken bestehen. Und da sagt der Staat, wir können jetzt, wenn es ins neue System reinmigriert ist, das geht nur dann, wenn es überprüfbar ist, wem es überhaupt gehört. 10 Eigentümer oder einer. Dann kann es ins neue System reinmigriert werden und steht der Staat dahinter nach 10 Jahren, aber eigentlich sofort. Erstmal der Rechtsanwalt und wenn ein Problem wäre, wir hatten noch nie eins, dann wäre es sicherlich so, dass der Staat den Rechtsanwalt dafür zur Haftung bringen würde. Lange Rede, kurzer Sinn. Government Guaranteed Title ist sinnvoll, heißt auch Migration, ins neue System reinmigriert, aber das ersetzt auf keinen Fall Notar. Wenn irgendein Makler sagt, wir haben Government Guaranteed Title, sage ich dann prima, was steht denn da drin? Sind da irgendwelche Wegerechte, Grundschulden da oder nicht? Und erst dann, wenn ich das einsehen kann, dann sage ich, das ist alles in Ordnung. Wenn wir haben ja ganz am Anfang über dein Herkommen hier gesprochen, über Nova Scotia, über die klimatischen Verhältnisse, die Jahreszeiten und so weiter gesprochen. Die Logistik, die Struktur, die Infrastruktur, die hier existiert. Ist das etwas, was, also Stichwort Flughafen, Stichwort internationale Anbindungen, das Thema auch Sportmöglichkeiten beispielsweise, ist das etwas, obwohl das Land so groß ist und obwohl man hier in einem weiten Land, auch in einer weiten Region lebt, gleichwohl alles vorhanden sind? Gut, wenn du dich die Oper sucht, Downtown, ich weiß nicht, München, der wird ja sicherlich ein böses Erwachen haben, aber dafür kommt ja auch wirklich niemand hierher im Normalfall. Ich denke, wer Kultur sucht, da bin ich ja auch sehr stark beteiligt, wird sie bei Indianern finden im Zentrum, bei Musik und hier ist extrem viel Kultur zu finden. Damals gab es früher große Familien bis zu 20 Kindern, Musik etc. Also da gibt es schon noch ganz viel Kultur, auch wenn sie nicht tausende von Jahren alt ist, außer Indianer, sondern vielleicht 150, 200 Jahre, aber da gibt es schon viel Kultur. Wenn wir jetzt eingehen auf die Infrastruktur, reden wir von Krankenhäusern, Universitäten, Schulen. Fangen wir bei Krankenhäusern an. Meine Mutter war sehr krank, wie du weißt, mein Sohn auch. Und wenn die Krankenhäuser nicht so unheimlich gut wären, hätten beide nicht überlebt. Da ging es um Hubschrauber, Flugzeuge, was alles der Staat bezahlt hat. Und bitte nicht von Krankenversicherungsbeiträgen, sondern von der Mehrwertsteuer, die wir alle bezahlen. Das heißt, wir haben Top-Krankenversorgung in jeder Art und Weise. Das ist die Krankenversorgung auf der einen Seite. Gehen wir auf die Schulen ein. Ich kenne Schulen, Kindergärten, Universitäten, habe viel mit denen zu tun, weil wir auch mit der deutschen Botschaft zusammen viel für die deutsche Sprache hier machen. Auch da, also ich bin immer wieder begeistert davon. Natürlich, school is what you make it. Du kannst jeden Schüler in die beste Schule stecken, wenn er nicht lernen will, hast ein Problem. Aber grundlegend haben wir sehr gute Schulen, gute Unis. Wir haben auch schon Berichte darüber gemacht. Und jetzt kommt die letzte Frage von Infrastruktur, was Flughäfen angeht. Was mich sehr überrascht, waren zwei Sachen. Sydney war früher international, als ich für den Migrationsbund noch als Übersetzer gearbeitet habe. Und dann hat die Direktflüge aufgehört, weil der Zoll und die Migrationsbehörde vor 30 Jahren ein und dieselbe Behörde waren. Und als die Migrationsbehörde aus Sydney rausgezogen wurde, wurde auch der Zoll rausgezogen. Und dann gab es da keine Abfertigung mehr von Flugzeugen, auch wenn die Landepisten in Sydney groß genug waren für große Maschinen. Da jetzt wieder eine Menge Kreuzfahrtschiffe nach Sydney reinkommen und wir auch wieder einen Zoll deshalb haben, gehe ich davon aus, irgendwann wird der Flughafen international werden, weil irgendwann merken die auch,
die wollen ja nicht alle nach Halifax fliegen, die Leute, sondern nach Cape Breton. Das ist ja schon oft zu sehen. Ich treffe in jedem Flieger von Condor 20, 30 meiner Kunden seit Jahren schon. Das sehe ich ja. Die wollen alle nach Cape Breton, nicht nach Halifax oder so. Das Zweite, was mich aber wirklich unheimlich überrascht hat, wir haben zwei neue Golfplätze. Ich weiß, wir hatten immer sehr gute Golfplätze hier, aber zwei sind Inverness, direkt am Meer. Und Inverness war eigentlich ein, ich habe damals von der Kohlemine als Schweißer gearbeitet, ein kaputtes Örtchen. Aber da haben internationale Investoren Millionen und Millionen und Millionen in Golfplätze reingesteckt, am Meer. Immer nur am Meer entlang. Cabot Cliffs. Und es ist unheimlich schön, Cabot Cliffs. Und das hat dazu geführt, dass mittlerweile, als einer der besten Golfplätze der Welt deklariert ist, dort aus der ganzen Welt herfliegen. Der Sportflughafen, den wir beiden kennen, wo wir vor 3 Jahren noch Luftaufnahmen für meine Landerschließung geflogen sind, der ist nicht mehr so einfach anzufliegen, weil da auf 20 Düsenmaschinen stehen aus der ganzen Welt. Die kommen aus Irland, Inland überhaupt, USA, könnten auch aus Deutschland kommen. Denn du fliegst natürlich im Dreckflug mit der Düsenmaschine 6 Stunden hierher. Und die Landepiste ist 1,6 Kilometer lang. Da könnte eine 737 sogar landen. Also fliegen die nicht mehr nach Sydney, auch von USA auf nicht, sondern nach Port Hawkesbury. Manche fliegen auch nicht mehr nach Halifax, sondern nach Port Hawkesbury. Wer also eine Düsenmaschine hat, und ich merke immer, wie die Welt sich stark verändert. Es gibt ja wirklich, das wissen wir alle, diese immer mehr Superreichen, dieser mehr Mittelstand, wie wir alle sind. Und dann eine Schicht, die leider immer mehr verärmt, der Mittelstand nämlich auch. Die Superreichen, also da stehen am Flughafen in Port Hawkesbury nicht die Flugzeuge von Millionären, sondern von Milliardären. Ich möchte gar nicht mehr wissen, wie Milliardäre an das ganze Geld kommen, über Zinssysteme und so weiter. Hm. Aber Tatsache ist, die geben mal $100.000 aus für ein Wochenende zum Golfen. Und solche Leute natürlich tragen dazu bei, dass Cape Breton immer bekannter wird. Es wird natürlich auch leider irgendwann die Immobilienpreise pervers hochtreiben. Inverness, wo ich früher gewohnt habe, als ich in der Kohlemine gearbeitet habe, da kriegst du kaum noch vernünftiges Grundstück am Wasser zu vernünftigen Preisen, weil die Leute alles erschließen und kaufen wie der Wahnsinn. Also natürlich, Cape Breton ist für mich das Florida Kanadas, gerade für die Europäer. Wir haben hier in Bradley Lake, das ist doppelt so groß wie der Bodensee, wo wir auch Land erschließen. Wir haben eine Cabot Trail, eine Küstenstraße wie Fjord in Norwegen. Und die Kanadier sagen nicht ohne Grund, Cape Breton ist the masterpiece of Nova Scotia, landschaftlich traumhaft schön. Das heißt, hier wird sich für meine Begriffe ganz, ganz, ganz viel tun. Wir haben gesprochen über diese infrastrukturellen Situationen und Möglichkeiten, dass da im Prinzip alles vorhanden ist. Jetzt sind wir hier in einer Region, die nicht nur mit dem Prador Lake einen gigantisch großen, wunderschönen See beinhaltet, sondern auch gar nicht weit weg vom Meer. Wie sieht es da aus? Grundstücke an Flüssen, Grundstücke am See ist das eine. Sind Grundstücke am Meer auch etwas, was Spaß macht, was zu empfehlen ist? Wie würdest du das bewerten? Komplexe Frage. Ich spreche wiederum für Nova Scotia. Wir sind am Atlantik. Man muss halt wissen, Kanada, britische Kolumbien ist auch der Pazifik dort. Und ich weiß gar nicht, was dort an der Küste sich alles zuträgt. Mir ist schon mal gesagt worden, dass Fukushima ist ja auf der Seite Japan auch an der Küste schon Probleme bringen könnte, an der Westküste. Ich weiß es aber nicht. Ich rede jetzt also mal einfach von der Ostküste vor Ort, die ich natürlich hier sehr gut kenne. An der Ostküste, der gesamten Ostküste, sind 2 Dinge relevant. Das erste ist, wer natürlich am Meer wohnt, der muss wissen, dass je mehr Sommer er hat, desto mehr Nebel er haben wird. Das ist ganz einfach zu erklären. Ich probiere das mal logisch zu erklären. Im Sommer sind die Lufttemperaturen auch in Cape Breton 30, 32 Grad dort warm. Damit können die Feuchtigkeit aufnehmen. Wir reden zwar nicht immer von Feuchtigkeit an solcher, aber von Feuchtigkeit bei 32 Grad, die sie aufnehmen kann. Wenn diese Luftmassen an die kalten Atlantikluftmassen und 15, 16 Grad kommen, kann es gar nicht anders sein, als massiven Nebel zu haben. Das heißt, je mehr Sommer, desto mehr Nebel. Wer also am Meer ein Grundstück kauft im Herbst und Winter, der macht das ganz toll finden. Er könnte aber das Problem haben, dass im Sommer fast ständig, nicht mal verständlich im Nebel sitzt. Bitte also aufpassen, immer Grundstücke am Meer im Juli, August angucken und nicht zu anderen Jahreszeiten. Meine persönliche Meinung, wir haben noch nie ein Grundstück am Meer erschlossen in unserer Firma, weil ich weiß, es gibt Ärger, nicht nur mit Nebel, auch mit Erosion. Denn als ich vor 30 Jahren ausgewandert bin, war es so, wir hatten noch Winter, die etwas stärker waren, es kam auch mehr Treibeis hierher.
Das Treibwasser hat sich vor die Küste gesetzt. Und damit war es bei Winterstürmen so, dass das Eis komplett die Wellen gebrochen hat, weil vielleicht 300, 400 Meter Eisteppich vor der Küste war. Das Treibeis. Mittlerweile haben wir kaum noch Treibhaus. Das heißt, die globale Erwärmung, wie auch immer, hat dazu geführt, wir sehen einfach keine Eisberge mehr oder kaum noch. Das heißt, da kommen jetzt riesengroße Wellen, die voll ins Land reinhauen. Und dass du 2, 3, 4, 5, 6, 7 Meter Ufer verlieren kannst, ist nicht ungewöhnlich. Wer also am Meer Land kauft, muss wissen, er soll sein Haus ganz weit weg davon bauen, vom Meer, weil das Meer wird irgendwann sicherlich immer im Haus sein. Und hoffentlich erst viele Jahre von jetzt und zweitens sehr guten Nebel haben. Also es ist einfach auch nochmal ein wichtiger Hinweis, weil man da jetzt erstmal automatisch nicht drauf kommt. Ich kann nur für mich sagen, da unsere Kunden ein Unterschrecht haben, haben wir bei 1600 Grundstücken am offenen Meer, nicht an geschützten Buchten, am offenen Meer nie was verkauft. Ja. Das wird deutlich, dass die Möglichkeiten und die Chancen, die hier existieren, einerseits in einer herrlichen Umgebung sind, einer herrlichen Natur, aber auch die notwendigen Dinge, die du zum Schluss angesprochen hast, was die Infrastruktur, ob die Schulen, ob die Krankenhäuser, die großartige Universität in Antigonish beispielsweise, Flughafen, all diese strukturellen Dinge, die wichtig sind und die zum Leben mit dazugehören, die sind eben auch vorhanden. Es ist nicht ein Leben in Einsamkeit, es ist nicht ein Leben in einem wunderschönen Naturflecken, das ist auch der Fall, aber eben die ganze strukturellen Dinge der, ich sag mal, ganz üblichen Zivilisationen des Lebens, auch mit Familien und Kindern, die sind eben auch alle vorhanden. Und vor dem Hintergrund, da man in der Tat nicht weiß, wie die Dinge sich entwickeln, eine Chance auch entweder urlaubsmäßig oder für ein Refugium oder gegebenenfalls auch wirklich als Exil hier zu leben. Das ist in der Tat so. Ich fühle mich immer sehr glücklich und sehr, sehr froh, dass ich hier leben darf und wohnen darf, dass ich Menschen um mich rundherum haben darf, oft auch unsere Kunden, die dann ausgewandert sind, die heute Mitarbeiter sind, Freunde sind, viele Indianer, also eine sehr spirituelle, kreative, künstlerische, musikalische Ebene. Und diese Menschen sind sehr eng zusammengewachsen. Es macht unheimlich viel Spaß, hier zu wohnen. Ich bin sehr dankbar, auch den Kanadiern, dass ich hier wohnen darf. Du hast, vielleicht sollte dieser eine Punkt nochmal unterstrichen werden, einen Punkt angesprochen, ganz zum Schluss. Es ist eben durch das lange Wirken, dass du über viele, viele Jahre in Richtung Land erschließen und in Richtung Landverkauf getätigt hast, auch so etwas wie eine Gemeinschaft entstanden von Menschen, die völlig unterschiedlich sind, aber in einer ganz besonderen Weise auch miteinander kommunizieren. Mhm. Es gibt keine Fremdheit. Das ist etwas, was man sofort merkt und das ist auch was ganz Besonderes. Ja. Es ist eine Gemeinschaft entstanden, ohne dass das zu irgendwelchen Verpflichtungen führt, aber es ist, man ist nicht in der Fremde in dem Sinne. Also ich glaube, an dem Punkt würde ich noch mal ganz gern den Namen deines Senders aufgreifen, Querdenken. Hier wohnen viele konstruktive, kollegiale, kreative Querdenker. Und das sind Menschen, die wirklich familiär, langfristig für sich und ihre Familie Urlaub oder Refugio machen. Ich werde nicht vergessen, hier kam im Zentrum vor einem Jahr ein Arzt aus Köln, hat 7 Kinder und nahm mich in den Arm und dachte, ich möchte mich bei dir bedanken. Uwe heißt er. Uwe und Tina, seine Frau. Ich sage, wofür? Sagt der Rolf, das Beste, was wir je gemacht haben, war vor 15, 20 Jahren bei dir Land zu kaufen. Weil die Kinder waren jetzt alle hier. Wir hatten Familienurlaube. Keine Diskothek, nicht dies, das. Die sind Kanu gefahren, Lagerfeuer gemacht, abends gesungen, angeln, schwimmen gehen. Wir haben alles gemacht, Bäume gefällt, Baum ausgebaut, aber wir hatten Familienurlaube. Diese Dankbarkeit, die mir dann jemand nach 15, 20 Jahren, das ist ja auch eine gewisse Erfüllung. Das ist schon schön, aber es sind sicherlich Menschen, die Natur und Familie suchen. Das ist mal einfach so. Ja. Herzlichen Dank. Es ist eine wichtige Tätigkeit und es ist eine, die im Zweifelsfalle an Bedeutung wahrlich aufgrund der aktuellen Situation zunimmt. Und es ist eine Tätigkeit, wir sitzen hier in einem wunderschönen indianischen Kulturzentrum,
wo so bei, ich sag mal quasi als Nebenwirkung und nebenbei, in Anführungsstriche, auch noch eine Menge für die indianische Kultur getan wird. Und dieser Gesamtgeist, der hier entsteht, den, das ist das, was du verkörperst. Und dafür weiterhin viel Erfolg, viel Kraft und ein herzliches Dankeschön.